Moin Leute, herzlich willkommen hier zum neuen Video bei GV04 und zwar hier zu einem kleinen Tutorial-Video hier zu Pyroworks. Okay, ob es klein wird, weiß ich nicht, aber mal gucken. Und zwar ist der Release hier nicht mehr so weit entfernt zu der Vollversion. Und ja, ich möchte euch hier einmal schon mal ein paar Tipps und Tricks zeigen, was auch Shows angeht oder generell. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit, also wie man aus Böller eine Rakete baut oder einfach es so aussehen lässt wie eine Rakete, ist im Prinzip nichts Schweres oder nicht kompliziert. Und zwar nehmen wir hier einfach den Blue Storm. Also es gibt ja in der Vollversion, kann man ja einmal mit der linken Maustaste, da lässt man es einfach fallen. Wenn man es in die Hand nimmt und die rechte Maustaste, dann wirft man das ja so ein bisschen. Und das kann man jetzt zum Beispiel jetzt mit dem hier nehmen, einfach in die Hand. In Real Life bitte nicht nachmachen. Don't try this in Real Life. Und dann einfach, sobald es losgeht, direkt nach oben schauen und rechte Maustaste. Und ihr habt eine Scream Rocket zu Salut. Ne, das Ganze gibt es ja auch in verschiedenen Ausführungen hier. Ne? Es gibt hier Farbaufstieg. Wobei, da sollte man, glaube ich, ein bisschen warten, weil die sonst auf dem Boden explodiert. Ne, ging noch, okay. Ja, oder hier diesen Scream. Da sollte man auf jeden Fall ein bisschen warten. Ja, wobei es sowas eventuell vielleicht auch bald bei den Mods geben wird, hier mit Scream Rockets zu Salut. Ja, hier mit Titanfunken. Jo, das nächste wäre auf jeden Fall zum Thema Shells. Zum Beispiel, ich finde hier den Sound von der Zink 609 einfach übelst nice in dem Game. Schon seit der Beta. Ja, ihr wollt eine Shell mit einem Scream-Aufstieg haben. Kein Problem, nehmt einfach einen Scream VS aus dem Birdbanger. Einfach nur in den Mortar rein. Und feuerfrei, ne? Und man hat sogar zwei Salutschläge, ne? Einmal einen schwächeren und einmal einen stärkeren. Ja, das Ganze kann man auch mit ein paar mehr noch machen. Dann sieht das so aus. Ne, hat auf jeden Fall auch ein schönes Bild, würde ich mal sagen. Ne, das Ganze kann man hier auch mit den anderen Vogelschreckpatronen machen. Ja, soweit so gut. Auf jeden Fall Salut und bunten Aufstieg. Also Rauchaufstieg. Ne, nehmen wir jetzt einfach mal blau, ne? Ich denke mal, die meisten wissen wahrscheinlich jetzt schon, was ich meine. Einfach halt das Teil da in den Motar mit rein. Ne, das wird auf jeden Fall auch gleich entzündet beim Abschuss. Das muss auf jeden Fall schon ein bisschen rein. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Mal gucken. Ja. Das hat nicht nur Raucheffekte nach oben, sondern das hat auch Raucheffekte nach unten, wenn das Teil wieder runterkommt. Jo, genau. Das Ganze kann man auch mit Fontänen machen. Ja, das war irgendein Tornado-Wirbel. Und da haben wir jetzt hier eine 6er ich nehmen. Blue Chrysanthemum. Fontäne. Machen wir hier jetzt Crackling. Da sehen wir, es geht erst in der Luft hoch. Deswegen müssen wir Folgendes tun. Und zwar nehmen wir die Fontäne
Also ich drehe sie immer gern um, dass es auch gut aussieht. Ne? Die müssen wir vorher nämlich schon zünden. Zack, einmal zünden. Dann die Shell. Und dann sieht es so aus. Ja. Auch mit dem Aufstieg. Gut, das Crackling hört man aus der Entfernung dann nicht mehr. Aber man hat auf jeden Fall auch wie so ein Silvertail, würde ich sagen. Ne? Dann noch eine Sache, die mir auf jeden Fall bei meinem Musikfeuerwerk-Show, die ich da entdeckt habe. Und zwar gibt es ja hier diese Racks für die Minen. Ja, ich nehme jetzt extra hier das große hier mit 45 Millimeter. Ne, da kann man ja hier die Minen reintun. Ne? Das ist ja relativ easy, einfach nur drauf schauen. Dann sucht man sich ein paar Minen aus und dann kann man die verleiten bzw. angeben, genau. Und dann schießt es eben logischerweise die Minen in der dementsprechenden in den entsprechenden Winkel ab. So. Jetzt haben wir aber auch Roman Candles, sind 30. Ja, genau. Also es klappt nicht 100%, muss man sagen. Also man merkt auf jeden Fall, dass es nicht dafür gemacht ist. Aber so ein bisschen klappt das schon, ne? Also Glitterkomet, okay, da war einer zu viel. Ja, also ich denke mal, man sieht, was ich meine. Und dann können wir hier auf jeden Fall auch so einen Fächer aus den römischen Lichtern machen. Das funktioniert auf jeden Fall auch. Wie gesagt, das ist aber ein bisschen tricky, das Ganze zu machen, weil das halt, wie ihr schon gesehen habt, nicht dafür gemacht ist und es einfach nicht 100% so funktioniert. Also es braucht auf jeden Fall ein paar Versuche, bis man das Ganze hat. Und zwar, wenn man nämlich gleichmäßige römische Lichter platzieren möchte, dann man nehme einmal diese Shells, ne? Man sieht schon, die hier, die sind deutlich schiefer und schräger als hier von diesem Shell Rack. Auf jeden Fall kann man die auch hier reintun. Genau, man muss halt auch immer mal gucken. Das klappt halt auch nicht immer so perfekt, weil das halt eben nicht dafür gemacht ist. Aber wenn man das so ein bisschen manuell dann zurecht rückt, dann ist das Ganze auf jeden Fall möglich. Und dann hat man hier auch einen schönen Dreierfächer. Habe ich auch in meinem Musikfeuerwerk benutzt. Ja, ein Dreierfächer, der auf jeden Fall nicht zu schräg ist, der schön gleichmäßig ist. Okay, gut, 100% gleichmäßig ist er nicht, dadurch, dass die Roman Candles auf jeden Fall auch hin und her rutschen noch. Aber so ist das auf jeden Fall möglich. Ja, was dann noch möglich ist, und zwar gibt es ja, kennt ihr vielleicht bei größeren Feuerwerksshows, meistens auch welche, die mit Musik hinterlegt sind. Und zwar, dass diese Kometenminen so entweder so seitlich oder in die Mitte oder so geneigt sind und so eben ein schönes Bild am Boden auf jeden Fall erzeugen. Das würde ich jetzt hier an der Stelle auch einmal zeigen, wie man das am besten und am einfachsten machen kann für seine eigene Show in Pyroworks. So, dann zeigt man das jetzt mal. Müssen wir auf jeden Fall gucken, dass das auf jeden Fall so ein bisschen passt mit der Angel, genau. Und zwar nehmen wir hier die 45 mm. Oder ne, wir machen mal die 30. Ich denke mal, das sieht so auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Da müssen wir auf jeden Fall versuchen, die Teile gleichmäßig zu allen Seiten zu platzieren. Und zwar brauchen wir so viele wie hier auf dieser 6 Stück auf der Seite. Das ist ganz untere, da kann man ja nichts reintun. Das ist dann schon ein bisschen zu schräg. 1, 2, 3. Nummer 6. Genau. Dann auf jeden Fall auf der anderen Seite auch nochmal 6 Stück. So. Das ist die Mitte. Die habe ich jetzt hier mal so ein bisschen markiert.
indem ich einfach so einen Böller hier neben dran gestellt habe. Ja. Und zwar Welle nach oben. Machen wir mal als erstes. Und zwar nehmen wir jetzt hier diese Minen. 30 mm haben wir ja genommen. Ja, also ich nehme hier Red Glitter Mine, Red Komet. Also auf jeden Fall in der Mitte macht man, also dass es in die Mitte geht, auf jeden Fall. Moment, die müssen wir alle noch freezen, das habe ich vergessen. Das ist ganz wichtig, sonst fliegen die Teile um. Dann machen wir hier, bis es oben ist. Und dann können wir bis auf das oberste alle anderen erstmal löschen. So, jetzt haben wir nämlich nur oben eine drin. Und dass es jetzt nämlich so aussieht, dass es, dass diese Minen zur Mitte gehen, müssen wir nämlich jetzt pro Step, je weiter es hier nach rechts geht, müssen wir immer die Mine auf der linken Seite immer eins weiter runter platzieren. Das heißt, wir machen jetzt wieder bis oben hin, aber jetzt eins mehr. So. Ne, also ihr seht, es braucht dann doch seine Zeit, bis man das Ganze wirklich gemacht hat, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus. Ne? Man bekommt dann wirklich ein sehr schönes Bild. Genau, wer mein Musikfeuerwerk verpasst hat, wo ich das Ganze auch angewendet habe, gern einmal in der Videobeschreibung nachschauen, beziehungsweise es wird hier einmal an der Stelle auf dem i verlinkt. Geht über 10 Minuten und da habe ich wirklich sehr lang, also wirklich sehr lang gebraucht, das Ganze zusammenzubauen. Eins, zwei. Genau, das Ganze machen wir dann von der anderen Seite. Also wir sind jetzt von dem Teil hier weiter nach rechts gegangen, jetzt gehen wir hier nach links. Und dann müssen wir das natürlich auch auf der anderen Seite dann machen. Also jetzt gehen wir nicht auf der linken Seite runter, sondern auf der rechten Seite. Ja, das geht natürlich jetzt gerade von da los. Ne, und dann immer halt so weiter bis zum Ende dann. Also ne, im Prinzip, wenn euch das zu lang dauert, die ganzen einzelnen Teile zu löschen, könnt ihr die theoretisch auch drin lassen. Das stört dann im Prinzip auch keinen mehr. Allerdings, wenn ihr eben ein Rack für verschiedene Phasen verwenden möchtet, dann würde ich euch dann doch empfehlen, dann die anderen wieder zu löschen, weil glaubt mir, ihr kommt dann sonst wirklich durcheinander. Was ich meine mit verschiedenen Phasen, das zeige ich euch auf jeden Fall gleich. So, da können wir die natürlich noch alle verbinden. Firing System. Machen wir mal 5 Sekunden. Übrigens, wenn ihr auch einzelne machen wollt, also entweder nur einmal nach, einmal so eine Welle nach links und einmal eine Welle nach rechts, dann genau, braucht ihr ja einfach nur diese 5 Stück machen. Oder 6 sind das insgesamt. Genau, dann lasst ihr die hier hinten beispielsweise weg. Wenn ihr die Welle nach rechts machen wollt, das dann hier oben und dann hier einfach weiter rüber, dann ja, dann passt das auf jeden Fall auch in der Show. Ja, was ich dann auch bei meinem Musikfeuerwerk gemacht habe, ist eben, ich habe nicht nur einmal so gemacht, dass die Welle in die Mitte geht, sondern auch, dass sie auch so seitlich geht. Wie habe ich das angestellt? Und zwar bin ich wieder zur Mitte gegangen und dann müssen wir nämlich die äußersten, also die wirklich äußersten von der Mitte, da kommen dann die Minen rein. Genau. So, das heißt, das eine ganz unten, das lassen wir. Und die anderen kommen dann wieder weg, die wir nicht brauchen. Ja, dann habt ihr 2 Klappen mit einem Rack geschlagen. Sozusagen, genau. Das sind auf jeden Fall die beiden unteren. Und dann, dass es dann auch wirklich passt, müsst ihr dann hier ab den zweiten dann immer weiter nach oben gehen. Ne, wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, dann ist auf jeden Fall der letzte Rack
dann die Mine ganz oben auf der geraden Position. Dann habt ihr alles richtig gemacht. So, jetzt mache ich jetzt noch gerade schnell die andere Seite. Für euch dauert jetzt ein paar Sekunden. Ich mache jetzt einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich dann bei der Zündung. So, das letzte ist auch ganz oben. Das heißt, das haben wir richtig gemacht. Jo, jetzt wählen wir das jetzt nochmal aus mit einem Modul. Da machen wir jetzt mal 10 Sekunden. So, alles ausgewählt. Und dann schauen wir einmal von der Ferne uns das Schauspiel an, wie das aussieht. Dann mal schauen. Das war einmal zur Mitte und zur Seite weg. Gut, man muss tatsächlich sagen dazu, die Minen, die wir aktuell im Spiel drin haben, die eignen sich dafür noch nicht so gut. Ja, man hat sie jetzt gesehen. Die Minen, die man eigentlich aus Shows wirklich kennt, wo sie diese Wellen machen, die leuchten auf jeden Fall deutlich kürzer auf. Ja, ich habe das in meiner Musikfeuerwerkshow, habe ich das mit den hier 45 mm Minen habe ich das gemacht. Genauer gesagt hier mit den roten, die einfach nur den roten Kometen abschießen. Ne? Die haben definitiv zu lang gebrannt und das hat man jetzt hier auch gesehen bei den kleinen. Aber vielleicht kommen mir in Zukunft auf jeden Fall noch welche rein, die auf jeden Fall kürzer brennen und das würde, denke ich mal, das Bild dann auf jeden Fall deutlich besser zur Geltung kommen lassen. Ja, genau. Ja, ansonsten wäre es das gewesen hier bei dem kleinen Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und Abo da. Verpasst das Halloween-Feuerwerk nicht am 31.10. Ich weiß jetzt gar nicht die Uhrzeit, ich glaube 20 Uhr. Ja, ich werde es auf jeden Fall jetzt hier im Abspann einblenden. Wie dem auch sein, bis zum nächsten Mal. Eugen G von O4 und tschö mit Ö.